Ein YouTuber, der öffentlich zur Sünde ruft, und deswegen rufe ich öffentlich zur Schließung dieser Sünde an alle meine Geschwister im Islam. Und das ist natürlich sicherlich kein Clickbait, denn dieses, was ich gerade hier fabriziere, ist ja auch eine Art Reaktion auf diesen Leon Mascher. So dachte ich mir, dass ich die Situation ausnutze, weil ich es ähnlich letztens auch mal gemacht habe und wir innerhalb einigen Stunden erfahren haben, dass inshallah drei Geschwister sich losgesagt haben von der Musik. Also hatte es doch sicherlich seinen Nutzen, so wie dieses Video auch seinen Nutzen trägt. Und deswegen bitte ich euch für Allah subhanahu wa ta'ala, dieses zu unterlassen. Hört euch sowas nicht an, sei es ein Leon, sei es ein Herr, sei es ein Herr. Das ist ganz egal, wer diese Person ist. Hört euch diese Sachen nicht an, es bringt euch nichts. Und wir brauchen gar nicht darüber zu sprechen, ob Musik halal oder haram ist. Jeder weiß eigentlich mittlerweile, müsste es jeder wissen, dass Musik absolut haram ist. Und wenn es aber noch den einen oder anderen Fragen gibt, werde ich auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung ein Video verlinken mit Beweisen, dass Musik haram ist. Und am Ende des Videos werde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Und deswegen lasst es lieber sein. Hört euch Koran an, hört euch Vorträge an, etc. Und kurz mal ab, ein sehr wichtiges Thema, eigentlich sogar noch wichtiger als dieses Thema hier, viel wichtiger. Und zwar das Thema Karma. Es gibt kein Karma. Ein Muslim darf nicht an Karma glauben, okay? Weder, dass es dir schadet, noch nützt. Ja, wenn du etwas Gutes machst, dann du Gutes bekommst. Dieses Gute bekommst du nicht von Karma, weil es kein Karma gibt, sondern dieses Gute bekommst du von Allah. Ein ausführlicheres Video wird es heute um 19 Uhr geben. Normalerweise, ihr kennt mich, ich mache nicht direkt so schnell hintereinander Videos auf der Seite, aber weil es so richtig wichtig ist, so wichtig, dass es sogar viele aus dem Islam oder allgemein eine Person aus dem Islam werfen kann, werde ich heute nochmal ein Video hochladen, und zwar um 19 Uhr. Und ich bitte euch, wenn ihr dieses Video nicht teilen wollt, egal, das ist nicht schlimm für mich. Wenn ihr auch ein anderes Video nicht teilen wollt, ist kein Problem, ist kein Problem. Das Video mit dem Karma, teilt es. Das Video mit dem Karma, teilt es. Wollt ihr Geld? Ich habe kein Geld. Und ich bitte Allah darum, dass er euch eure Sünden vergibt. Amin. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.